Das Ding könnte ein cooles Campinglicht sein. Schön, dass ihr da dabei seid beim neuen Video von mir. Es geht heute nicht direkt um eine Taschenlampe, es geht aber wieder um etwas von OLED, und zwar um die OLATERN Mini. Ich bin vielleicht kein großer Camper oder Zelter, beziehungsweise war auch schon sehr, sehr lange nicht mehr. Aber was ich sehr gerne mache, irgendwo am Abend in der Nacht hingehen, ein hübsches Plätzchen suchen, mich dann dort hinsetzen, Natur genießen, Stille genießen, was auch immer. Und genau dort ist für mich dieses Ding zu Hause. So sieht die Laterne aus. Hier vorne haben wir auch schon die zwei wichtigsten technischen Daten. 150 Lumen sind maximal möglich und bis zu 48 Stunden lang leuchtet das Ding, aber nicht mit 150 Lumen. Normalerweise ist bei OLED auf der Seite auch noch genauer beschrieben, wie das Ding leuchtet oder mehr technische Daten. Bei dem Teil nicht, darum habe ich mir das Ganze mal online rausgesucht. Ich hoffe, man kann es lesen. Insgesamt gibt es nämlich vier verschiedene Stufen, also im ersten Modus mit 150 Lumen leuchtet das Ding 4 Stunden, im zweiten Modus mit 50 Lumen schon ganze 12 Stunden, dann gibt es auch einen dritten Modus mit 15 Lumen, ich glaube, das ist auch noch relativ brauchbar, da hält das Ding 48 Stunden, und dann gibt es noch einen Modi mit einem einzigen Lumen. Wie sinnvoll das ist, weiß ich nicht, ich glaube nicht besonders, da leuchtet das Ding 34 Stunden. Das Spannende ist ja, hier steht jetzt im niedrigsten Modus 34 Stunden, hier stehen 48 Stunden. Gibt es da noch so einen Moon-Modus wie bei anderen Lampen? Auf jeden Fall wäre er hier jetzt nicht angeführt, also keine Ahnung, ob jetzt 34 Stunden das höchste ist oder 48 Stunden. Ich werde die Lampe sowieso nie in diesem niedrigen Modus nutzen, also für mich ist es egal. Das Ding ist IPX4 zertifiziert, sehr gut, könnte aber meiner Meinung nach eine höhere Zertifizierung sein, gerade bei so einer Lampe. Und ich habe oben noch gelesen, das Ding ist 1 Meter sturzresistent. Die Lampe kommt in einer ganz klassischen weißen OLED-Box, aber nicht hier magnetisch auf der Seite aufzumachen, sondern man schiebt den Deckel einfach runter und schon sehen wir die kleine Laterne. Die ist ja tatsächlich viel kleiner als gedacht, das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut und sieht auch echt cool aus. Hier oben drinnen haben wir ansonsten nichts mehr, hier unten noch ein bisschen was an Zubehör. Und zwar haben wir hier unten etwas Altpapier, ein Mikrofasertuch zum Putzen, coole Idee. Und ein Ladekabel, tatsächlich ein langes, das ist schon mal sehr, sehr gut. Was ich immer bei OLED dazu sage, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass sie ihren eigenen magnetischen Anschluss nutzen, denn alle Lampen unterstützen praktisch diesen Anschluss oder USB-C, was echt cool ist. Was mich aber stört, USB-A. Ich verstehe es schon, viele von uns haben noch USB-A zu Hause. Ich bin aber ein Mensch, ich bin komplett auf USB-C umgestiegen. Darum würde ich mir wünschen, dass sie bald irgendwann einmal entweder USB-C-Ladekabel anbieten oder am besten mitliefern. Was ist das Beste an neuen Technik-Gadgets? Natürlich die Folie runternehmen. Das mache ich auch gleich einmal. Perfekt. Hier haben wir also den Star der Show. Und ich sage es euch, es ist, das Design gefällt mir wahnsinnig gut. Wirkt extrem solide. Auch dieser Bereich hier unten ist sehr, sehr schwer. Also das Ding kippt nicht einfach so um. Das wird der Sinn dahinter sein. Hat natürlich den Nachteil, wenn man es mitnimmt, das Teil wiegt was. Also für die Größe ist das echt ein schweres Teil. Hier haben wir so einen Bügel zum Festmachen. Das hier oben ist Gummi, so dicker Gummi. Also wenn es mal runterfallen sollte, passiert nichts. Das Glas ist Kunststoff. Dann habe ich hier einmal rundherum ganz klassisch den blauen Metall-OLED-Ring. Wenn man sieht, hier um den Ein-Ausschalter leuchtet es und die Base, ja, die ist auch komplett aus Metall. Außer hier unten wieder ganz dicker Gummi. Also da haben sie sich echt was gedacht. Die Bedienung ist auch sehr einfach. Man drückt einmal drauf und man kommt dann in den zuletzt genutzten Modus. Und wenn ich jetzt gedrückt halte, dann zügelt die Lampe zwischen niedrig, mittel und hoch einfach durch. Und jetzt habe ich herausgefunden, das Ding leuchtet auch rot. Da muss man im eingeschalteten Zustand zweimal drauf drücken. Dann haben wir eben rotes Licht. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass im roten Modi, denn da gibt es auch nur eine einzige Helligkeitsstufe, dass das Ding die beschriebenen 48 Stunden durchhält. Trotzdem komisch, dass das sonst nirgendwo steht. Ich kann euch nicht genau sagen, warum, aber diese Laterne macht bei mir einen unglaublich positiven ersten Eindruck. Ich meine, OLED-Lampen prinzipiell machen bei mir meistens einen sehr positiven ersten Eindruck, aber dieses Ding ist irgendwie next level. Ich weiß nicht, liegt es am Design, liegt es einfach daran, dass das Ding so robust wirkt. Also
ich habe echt das Gefühl, das Ding lässt sich aus 3 Metern fallen. Dadurch, dass unten und oben Gummi ist, passiert dem Ding gar nichts. Oder einfach so solide oder weil es so schwer ist. Keine Ahnung. Also das Ding taugt mir. Verarbeitung, Spaltmasse, Lackierung, Materialien, das Ganze, da gibt's von meiner Seite aus nichts dran auszusetzen. Ich hatte schon mal ein Problem mit einer OLED-Lampe, da hat das nicht so gepasst. Aber ansonsten war bei mir immer alles in Ordnung und meiner Meinung nach muss das auch so sein, denn diese Dinger sind absolut nicht günstig. Jetzt haben wir hier drinnen schon mehr als genug gelabert. Es wird Zeit für den Leuchttest. Ich bin bereits draußen angekommen. Die Lampe ist voll aufgeladen. Ich habe sie extra auf so ein kleines Stativ gestellt, dass man sieht, dass sie auch wirklich den Boden ausleuchtet. Jetzt leuchtet sie bereits in ihrer ersten Stufe. Das ist nicht sehr viel für den Notfall oder wenn man viel Akkulaufzeit braucht, definitiv ausreichend. Aber ansonsten würde ich sagen, schaltet man schnell mal höher. Das ist jetzt die zweite Stufe und ich würde sagen, das ist so ziemlich der Sweet Spot. Man kann auch reinschauen, ohne geblendet zu werden. Rundherum ist es wirklich schon sehr gut ausgeleuchtet, würde ich sagen. Und auch der Boden, wie man sieht, also das Rechteck ist natürlich vom Stativ, ist echt tadellos ausgeleuchtet. Also ich glaube, da würde ich es wahrscheinlich am meisten betreiben. Und das ist jetzt tatsächlich schon die höchste Stufe. Es ist wirklich rundherum doch sehr, sehr hell. Also überraschend, was da rauskommt. Und man sieht sehr schön, das Ding glüht richtig. Ich weiß nicht, ob es man auf der Kamera auch sieht. Aber auf jeden Fall rundherum alles gleichmäßigst ausgeleuchtet. Also es gibt keinen helleren oder dunkleren Spot. Das haben sie echt verdammt gut hinbekommen. Das war's mit diesem Video. Falls es irgendwelche Fragen geben sollte, schreibt mir sie sehr gerne. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.